Manchmal erwischt es auch die Highflyer, so heute Nacht, so eben im Prinzip mit diesem Flashcrash beim Nikkei, den wir sehen. Der Index, der startete stark über 2%, ging es nach oben, damit die Siegesserie fortsetzen, und dann plötzlich unter der schieren Wucht der gestiegenen Kurse ging es nach unten, 900 Punkte vom Hoch, das sind gute 4%, das wäre etwa so, als wenn der DAX von 13.500 auf etwa 12.900 fallen würde, 600 Pünktchen also beim DAX, und das ist eine Menge Holz. Und es gibt eigentlich gar keine Nachricht dazu, die das begründen könnte, warum das passiert ist. Wir wollen uns gleich mal den Chart dieser Bewegung anschauen. Wir waren bei 23.400, dann ging es vorhin runter bis knapp über 22.500. Ohne wirklichen Halt, dann jetzt die Bewegung wieder nach oben. Was ist da los? Es gibt keine Meldungen dazu. Man weiß, dass vor allem in letzter Zeit Ausländer sich stark engagiert hatten im Nikkei, der ja hervorragend gelaufen ist. Wenn wir uns das mal anschauen, hier seit September ging es ja von unter 19.500 rauf auf 23.400 eben, und jetzt sehen wir plötzlich eine solche Kerze. Was ist da los? Das ist ja so einer der Highflyer, der Nikkei. Der profitiert von der Wiederwahl von Abe, der profitiert von der ultralaxen Geldpolitik, die damit verbunden ist. Donald Trump ist derzeit ja in China, hat einen Deal eingetütet, 250 Milliarden Dollar sollen da diese Wirtschaftsabkommen bringen, 12.000 Jobs sollen dadurch entstehen. Die Strategie von Xi Jinping, dem chinesischen Führer, dürfte sein, Donald Trump so ein paar Zuckerl hinzuwerfen und ansonsten am besten alles so weiterlaufen zu lassen wie bisher, sprich, dass man eben schön in die USA exportiert, Donald Trump ein paar Angenehmlichkeiten bereitet und dann aber im Grunde mit seiner Politik fortfahren kann. Die Frage ist, wird Donald Trump sich darauf einlassen, wird er es durchschauen. Ansonsten ist gestern ja nicht so furchtbar viel passiert. Es ist eine ruhige Geschichte eigentlich. Wir haben den siebten Tag in Folge etwa den Dow Jones im Plus gesehen. Heute kommt vielleicht ein bisschen Action in die Geschichte, wenn wir uns das mal anschauen, nachdem ich hier gezeigt habe, was der Fall ist. Wir sehen hier den Nikkei, der wahnsinnig schnell schwankte derzeit, der minus 0,27%, Shanghai leichte minus, Hang Seng im Plus mit 0,45%. Wir haben Daten aus China, sowohl die Verbraucherpreise als auch die Erzeugerpreise etwas höher als erwartet, also Inflationsdruck. Und wir haben Australien 0,55% im Plus, die Royal Bank of New Zealand, die neuseeländische Nationalbank oder Zentralbank, hatte die Zinsen unverändert gelassen bei 1,75%. Was ist hier der Fall eigentlich? Was passiert hier? Was haben wir heute an Terminen? Es ist ja wahnsinnig ruhig. Es ist so eine Durchhängerwoche eigentlich. Gestern keine wirklichen Konjunkturdaten. Wir haben Zahlen aus der zweiten Reihe. Man sucht irgendwie eine Motivation angesichts dieses etwas feuchtnassen Herbstwetters, das derzeit auch der Fall ist. Alles so ein bisschen uninspiriert. Wir haben heute vielleicht so den Hochpunkt dessen, was in dieser Woche überhaupt zu erwarten ist. Nicht wegen den Erstanträgen um 14.30 Uhr, sondern weil Zahlen kommen. Den DAX dürfte interessieren Adidas, Siemens, Commerzbank, dann aus Europa AstraZeneca. Und wir haben in den USA Dinge, die durchaus interessant sind, nämlich Nvidia. Das wird doch durchaus ein Hingucker. Dieser Chip-Hersteller, Grafikchip-Hersteller, der jetzt ein bisschen unter Druck ist durch diese Liaison zwischen AMD und Intel, überhaupt der Chipsektor ja mit dieser geplanten Fusion oder dem geplanten Kauf von Broadcom. Qualcomm soll da gekauft werden, durch Broadcom genauer gesagt. Also da ist eine Menge los, und wir haben heute den Einzelhandelsbereich. Gestern ja schon die katastrophalen Zahlen von Sears in den USA. Heute kommen Macy's, Kohl's und Nordstrom, also alles bedeutende US-Einzelhandelsunternehmen, und da wird man sehen, wie die Dinge laufen. Morgen dann noch JCPenney. Das ist also das, was heute zu erwarten ist. Eigentlich, wie gesagt, ist die ganze Geschichte ein ziemlicher Langweiler derzeit, aber es ist eben plötzlich Bewegung da durch diese Geschichte hier mit dem Nikkei. Was ist da los? Bisher, wie gesagt, gibt es keine Meldung, nichts, was diesen massiven Move begründen könnte. Schauen wir uns mal die US-Futures dazu an. Da sehen wir hier den S&P 500. Der tiefer steht eben, dieser Fall des Nikkei, der hatte durchaus auch den S&P 500 beeindruckt. Wir sind bei 2589, wir haben den Dow Jones, hier sehen wir, dass die US-Futures diese Bewegung schlichtweg nachvollziehen, die der, oder teilweise nachvollziehen, die der Nikkei hier gemacht hat. Jetzt erholt man sich eben auch wieder, aber es war doch ein ziemlich saftiger Abverkauf dafür, dass normalerweise bei den US-Futures um die Uhrzeit nicht so furchtbar viel los ist. Ging es runter von 23.570 auf 23.470 etwa, also 100 Pünktchen hat das
den Dow Future gekostet. Jetzt, wie gesagt, der Versuch der Erholung. Schauen wir uns den Nasdaq an, der gestern leichte Zugewinne verbuchen konnte. 6.334, man erholt sich. Also jetzt hier sehen wir das so ein bisschen von diesem merkwürdigen Geschehen. Wir haben den Russell 2000, der gestern dann noch einen kleinen Rebound gemacht hat, die US-Nebenwerte, die schwer unter Druck waren in letzter Zeit. Wir sehen allerdings, dass zum Beispiel in den USA derzeit der High-Yield-Bereich unter Druck ist. Das ist hier ein ETF, das diese Junk-Bonds abbildet. Und hier sehen wir, da steigen die Renditen, der Kurs fällt, dadurch steigen die Renditen. Mithin muss also jemand, der oder jemand, der Junk-Bonds kauft, der solche fragwürdigen, eher minder bonitären Anleihen kauft, der verlangt jetzt eine höhere Rendite. Normalerweise gilt das so ein bisschen als Anzeichen von steigender Risikoaversion. Klar, wenn ich solche Junkbonds kaufe, dann je vertrauensseliger ich bin, je optimistischer ich bin, umso weniger verlange ich Zinsen für das Risiko. Wenn ich Angst bekomme, dann will ich auch mehr Rendite dafür haben. Wie gesagt, das ist so ein bisschen die widersprechende Situation. Dow Jones 7 Tage in Folge im Plus, geringe Bewegung, geringe Volatilität. Wir sehen einen kleinen Rebound bei den US-Nebenwerten, aber wir sehen auf der anderen Seite eben die Verflachung der Zinskurve in den USA, die jetzt seit 10 Tagen, was die relevanten Paare hier betrifft, nämlich 2- und 10-Jährige, etwa seit 10 Tagen hintereinander verflacht die Zinskurve. Wenn das so weitergeht, viele am Bondmarkt machen sich schon Sorgen, was ist das für eine Nachricht, was bedeutet das, wenn die Zinskurve sich verflacht? Das heißt, dass der Unterschied zwischen kürzer laufenden Anleihen und länger laufenden Anleihen immer geringer wird. Das zeigt normalerweise, dass da ökonomisch konjunkturell irgendwas im Busch ist, so zumindest die geltende Theorie. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Russell 2000 respektive den High-Yield-Anleihen. Wollen wir uns jetzt mal den Euro anschauen, der gerade den Sprung über die 1,16er Marke geschafft hat. Frage ist, das hier so ein Boden, der gebildet wurde bei der Gemeinschaftswährung. Wir sehen den Dollar-Yen bei 113,58, hier auch mit Verlusten, nachdem eben diese Geschichte beim Nikkei so weit nach unten ging. Jetzt der Versuch einer Erholung. Wir sehen leicht anziehende Kurse bei Gold schon seit gestern, ebenfalls Silber jetzt bei 17,09 und der Ölpreis, der merkwürdige Bewegung zwischendurch zeigte, aufgrund der Lagerbestände, die sind gestern ja gestiegen, was Crude betrifft, aber deutlich zurückgegangen, was Benzin betrifft. Allerdings die Ölproduktion in den USA auf einem neuen Allzeithoch, also die Shale, die Fracker, die sind wieder fleißig dabei. Wie auch immer, wir sehen also diese merkwürdige Bewegung im Nikkei. Das ist schon ein ziemlicher Hammer, was da passiert ist. Wie gesagt, bisher noch nachrichtenlos. Das zeigt, dass die Dinge, die schnell nach oben gelaufen sind, dass die eben auch schnell wieder nach unten laufen können. Heute vielleicht im Fokus diese Thematik US-Steuerreform. Es ist so, dass man wohl jetzt überlegt, zu sagen, wir machen doch einen Phase-In. Also wir wollen stückweise oder schrittweise diese Unternehmenssteuer senken. Heute sollte eigentlich im Abgeordnetenhaus der finale Entwurf präsentiert werden, ist dann wieder verschoben worden. Also das Hickhack ist groß. Jetzt überlegt man auch, Zuschussleistungen des Staates für ärmere Familien zu streichen. Damit würde man über 300 Milliarden Dollar einsparen in den nächsten 10 Jahren. Das wiederum bringt die Demokraten auf die Palme. Also diese ganze Steuergeschichte, die wird uns noch lange beschäftigen. Das ist noch lange nicht vorbei. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Tag, nachdem hier der Nikkei seinen Flashcrash offenkundig wieder etwas revidieren kann. Bin gespannt, ob im Nachhinein dazu eine Nachricht nachgereicht wird, warum das eigentlich hier passiert ist bei dem Index. Also Ihnen guten Start in den Tag. Bis dann, ciao.